Heute ist der 3.10. und heute sehe ich verdammt viel Autobahn. Los geht's! Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt! Da alleine auf der Autobahn unterwegs sein, aber todeslangweilig ist und ich heute um die, ich schätze mal, 800 Kilometer vor mir habe, habe ich einen Kumpel mitgebracht. Beziehungsweise hole ich den jetzt noch ab. Er weiß nicht, was ich heute vorhabe und er, wie auch ihr, werdet es erfahren, wenn er bei mir im Auto sitzt. Moin. Moin. So, meine Damen und Herren, sieht eine Person aus, Wiese. Guten Morgen. Die am Montag, heute ist Mittwoch, gesagt hat, jo, ich habe keine Ahnung, was du vorhast, aber hey, lass uns 800 Kilometer durch die Republik prügeln. Machen wir heute. Aber vorher essen wir. Basti weiß nicht wirklich, was wir machen, aber Basti ist ja auch kein Blöder und hat es natürlich schon erraten. Was machen wir am 3. Oktober? Richtig, wir kaufen uns ein Auto. Was kaufen wir uns? Richtig, unser Fokus. Wo kaufen wir den? Nicht in der Umgebung, wir fahren nach Gießen. Sind ungefähr 450 Kilometer eine Strecke. Mal schauen, was uns bis dahin alles noch passiert. 509 Kilometer. Ich habe gesagt, ich bin um 12 da. Momentan aufgrund von Verzögerung und weil ich es ein bisschen verschlafen habe, sind wir ungefähr 12:30 da. Mal gucken, ob wir das unterbieten können. Los geht's. Bei dem Focus, den ich mir kaufen möchte, handelt es sich um einen 2001er Ford Focus Trend in Polarsilber Metallic. Da der 1,8 Liter 115 PS starke Focus bereits 180.000 Kilometer auf der Uhr hat und auch die Hauptuntersuchung diesen Monat fällig ist, war der Kaufpreis jedoch sehr fair. Daher lohnte sich auch die weite Anreise für mich, egal ob ich den Focus letztendlich wieder aufbaue oder ihn nur in Teilen verkaufen werde. Ja, wir haben noch circa eine Stunde Fahrt vor uns, da wir jetzt aber Hunger haben, gehen wir jetzt beim Burger König erstmal was essen. Ich glaube das erste Mal, dass ich in einem Schnellrestaurant Vanille-Cola finde. Mega cool. Er lebt noch, schaut aber unglücklich. Vielleicht ist er mit meinem Fahrstil nicht zufrieden. So. Ja. Der Sebastian und ich haben jetzt gegessen. Wir sind satt. Jetzt haben wir nur noch ein hungriges Maul zu stopfen. Nämlich den da. Ich habe noch ca. 100 Kilometer vor mir. Wir haben aber, ich glaube, nur noch 80, oh, Entschuldigung, Kilometer Restreichweite im Tank. Deswegen kriegt der Focus jetzt ein bisschen guten Aral-Diesel und dann geht's final weiter. Und da bin ich. Sebastian und ich sind gerade in Gießen angekommen. Hinter mir seht ihr mein altes Auto. Und da seht ihr mein neues Auto. Der Kaufvertrag ist unterschrieben und ich bin ein sehr glücklicher Mensch auf den ersten 5-6 Kilometern. Für mich jedes Mal wieder ein tolles Gefühl in einem 1er Focus zu sitzen. Basti und ich nehmen jetzt die knapp 500 Kilometer wieder unter die Räder und es geht nach Hause. Ich werde dabei im 1er Focus bleiben. Hinter mir werde ich von meinem eigenen Auto verfolgt, was echt eine coole Sache ist.
Zwischendrin werden wir noch ein was essen und ich werde euch den Focus wahrscheinlich auch gleich noch ein wenig genauer im Detail vorstellen, bevor ich ihn mir in den kommenden Tagen einmal auf der Bühne von unten anschauen werde und danach über das weitere Schicksal des Focus entscheiden werde. Basti und ich haben gerade gemittagt, jetzt geht es nach Hause. Und Basti ist, glaube ich, ganz glücklich in meinem Auto. Bist du glücklich? Ja, neues Auto. Gibt für jeden was in meiner Firma. Yeah! Da kommt auch schon das Ortseingangsschild. Endlich bin ich wieder heim, kann ich wieder normal reden. Leben am Limit. Warum? Weil ich wieder mal den Tank mehr als leer gefahren habe. Wer sich darüber beschwert, dass 1,8er Focus Spritfresser sind, ich kann mich nicht darüber beschweren. Wie ihr seht, 732 Kilometer. Und ich mache den Motor jetzt aus und schaue mal, wie weit die Tanknadel noch fällt. Ja, mein Gott, da wären ja bestimmt noch 600 Meter gegangen. Und jetzt mache ich das, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich tanke Benzin. Der normale Focus hat einen 55 Liter Tank. Mal schauen, wo die Tankuhr letztendlich stehen bleibt. 5 Liter, da wäre ich doch lässig noch 50 Kilometer gekommen. Oder 100 mit dem Diesel. Naja. Ich lasse jetzt einfahren. Nicht, was ihr denkt. Basti fährt sich jetzt in meinem Auto nach Hause, steigt dann in sein Auto um. Ich steige dann in mein Auto um, fahre mich nach Hause, steige dann in den eben gekauften 1er Focus um und fahre ganz nach Hause. 3 days later. Sonntag, 7.10. Draußen ist wundervollstes Spätherbstwetter. Wir haben schon wieder knapp 14 Grad und ich bin gerade auf dem Weg in die Halle, um auch endlich einmal unter den Focus zu schauen. Ich bin das Auto jetzt die letzten 4 Tage gefahren, auf Arbeit, zum Einkaufen von A nach B oder einfach auch nur mal, um mich gut zu fühlen, und habe bis auf 2-3 Kleinigkeiten bis jetzt absolut nichts Schlechtes feststellen können. Kleinigkeit 1. Die Tachobeleuchtung im linken Bereich ist kaputt, also kein großer Akt, dies zu erneuern. Und die Blinkerrückstellung funktioniert nicht. Könnte eventuell an der Wickelfeder liegen, könnte aber auch am Blinkerhebel selbst liegen. Das wusste ich allerdings schon vom Verkäufer. Was mich heute viel mehr interessiert, ist die Tatsache, wie es unter dem Focus aussieht. Die Hauptuntersuchung läuft diesen Monat, also im Oktober, noch ab. Rein theoretisch würde er seine Hauptuntersuchung gleich bestehen, sofort wieder einsetzbar, da auch ein Satz guter Winterreifen dabei war. Mal schauen, was mich unter dem Focus erwartet, wenn ich bei mir in der Halle angekommen bin. Ankunft Halle. Und da nach wie vor der blaue Focus auf der Bühne steht, habe ich gleich noch ein wenig Sprit für den Guten mitgebracht. Ich versuche deswegen jetzt als erstes den Tank zu befüllen und dann hoffe ich, dass ich mit dem Blauen rausfahren kann, weil alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Da steht er. Als erstes machen wir die Räder dran.
und dann schauen wir mal, ob er anspringt. Laut wird er auf jeden Fall sein, weil nach wie vor, ihr habt es ja hoffentlich im letzten Video gesehen, keine Abgasanlage unterm Lokus hängt. Im Fokus sind wahnwitzige 4 Liter Sprit, weil ich nur noch 6 Euro einstecken hatte und mein Portemonnaie leider zu Hause liegt. Ein Retter in der Not ist gerade noch aufgetaucht und hat nochmal 3 Liter in den Fokus reingekippt. Ich versuche mal die gute Fuhre mal zu starten und schauen, was passiert. Ich werde den Fokus 2-3 Mal vorpumpen lassen, damit auch der leere Kraftstofffilter Sprit bekommt und vor allen Dingen, dass auch der Sprit vorne im Motorraum ankommt. Mal schauen, was passiert. 1, 2, 3. Gang ist draußen. Und dann schauen wir mal. Achtung, es wird laut, weil nach wie vor kein Auspuff da ist. Nope, 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 nope. Ich habe die erste Runde unterm Fokus gedreht und es gibt Gutes, es gibt Schlechtes. Wir fangen bei dem Schlechten an, das ist die Hinterachse. Der Fokus hat knapp 180.000 Kilometer gelaufen. Die Hinterachse ist, denke ich, noch komplett Serie und auch dementsprechend verschlissen, wie man da an den Buchsen sieht. Oder auch hier. Das Gummi ist teilweise abgelöst. Die Hinterachse muss also leider einmal komplett neu. Was gibt es hinten sonst noch zu finden? Ein wenig Rost und mit ein wenig meine ich ein wenig. Der Fokus hat sich unheimlich gut gehalten. Zwar hat er den allzeit bekannten Flugrost und dieses Stehblech sollte eigentlich so aussehen. Hier hat Micha, der Vorbesitzer oder der Folgebesitzer wahrscheinlich irgendwo einmal unsanft aufgesessen. Passiert bei einem Auto dieses Alters. Abgasanlage sieht gut aus, Bremssattel und Scheiben sowie Belege sehen gut aus. Dieser Auspuffgummi hat es hinter sich. Pfennigartikel juckt mich nicht die Bohne. Diese beiden Auspuffgummis sind ebenso nicht mehr die schönsten. Juckt mich auch nicht, ebenso Pfennigartikel. Dann habe ich hier vorne bereits einmal geschaut. Klimakompressor scheint undicht zu sein. Könnte allerdings auch von weiter oben kommen, da, wie ihr da oben seht, alles ein wenig siffig ist. Da werde ich einfach eine Motorwäsche machen und dann schauen, wo das Ganze herkommt. Was hier vorne viel dober ist, ist die Tatsache, dass es da aus dem Traggelenk herausschimmert. Das ist definitiv fort. Heißt für mich, entweder Traggelenk wechseln oder im Idealfall gleich beide Querlenker. Da muss ich einfach mal schauen, was der ganze Spaß kostet. Alles in allem bin ich also durchaus zufrieden. Zwar gibt es hier und da, wie an der Tür, ein paar kleine Rostschäden, aber auch hier möchte ich zu bedenken geben, das Auto ist fast 18 Jahre alt. Soweit erstmal der erste Rundgang. Ich werde jetzt zu Hause ein paar Preise zusammensuchen und dann darüber entscheiden, was ich mit dem guten Stück mache. LED für die Klimaanlage ist nicht nur an, nein, auch die Klimaanlage ist an und sie funktioniert. Sehr schön. Ich habe mich, nachdem ich ein paar Preise verglichen habe, Tatsache dazu entschlossen, den Fokus zu erhalten. Letztendlich habe ich 2 Querlenker für die Vorderachse bestellt, einen kompletten Querlenkersatz für die Hinterachse, ein paar Scheibenwischer, ein komplettes Servicepaket von Ford inklusive Öl. Und weil es mir gerade noch aufgefallen ist und ich gerade auf der Zulassungsstelle rumsaß, um das Auto abzumelden, habe ich noch eine Ventildeckeldichtung bestellt. Sobald das ganze Zeug da ist, mache ich mich sofort an den Einbau. Danach hoffe ich zeitnah auf eine neue Hauptuntersuchung. Und sollte sich kein Käufer finden, sitze ich bereits jetzt in meinem neuen Werkstattersatzfahrzeug. Donnerstag, 11.09. Der kleine Silberne ist seit 2 Tagen abgemeldet. Deswegen bin ich wieder mit dem großen Silbernen unterwegs. Auch mal wieder schön in einem modernen Auto zu sitzen. Während dieser Zeit sind für den kleinen Silbernen jede Menge Pakete gekommen. Aber
die behandle ich in einem separaten Video. Deswegen an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.